Ihr Landratten und heute wieder herzlich willkommen auf dem Radioactive-Server. Viele haben es sich gewünscht, ich habe mich lange davor gedrückt und jetzt mache ich es dann doch. Die Schiffspräsentation vom Roten Löwen. Wo wird sie gebaut? Große Schiffswerft aus 6 Medium-Planken, 20 Medium-Gunports, 32 Medium-Planken, einem Frontsegel und 3 Large-Segeln. Ja, eurer Wahl natürlich. Für das Video nehmen wir wieder die Handling-Sails. 6000 Gold, 160 Nägel, 500 Rope, 500 Cloth. Und 1000 Woodplanks werden für das Gestell benötigt. Ja, ich habe direkt mal hier das Wetter für euch eingeschaltet. Für das Video von vornherein erwähnt, ist das Schiff wieder in einer 100% Qualität, genauso wie jedes Bauteil. Mit der Standardausrüstung und ein bisschen Munition kommt ihr auf ca. 17,3 Knoten im Sturm. Und das Schiff weist für seine Größe und sein Gewicht eine extrem gute Manövrierbarkeit im Sturm, ja, heißt bei hartem Wellengang an. So, ihr habt pro Seite 9 Kanonen, sprich im Backbord und Steuerbord jeweils 9 Kanonen und 2 Kanonen im Heck, welche ihr ausrüsten könnt, womit ihr insgesamt auf 20 Kanonen kommt. Dann habe ich das Schiff natürlich für verschiedene Sachen bei euch getestet. Sea Chests 8 von 10 gebe ich, Schwarzer Nebel 7 von 10, NPC-Ships gebe ich 10 von 10, Narwal 5 von 10 und ja, Kraken 8 von 10. Der Narwal ist relativ schlecht bewertet, dadurch, dass das Schiff sehr windabhängig bei dem Narwal ist. Ja, wofür ist das Schiff also gebaut? Es hat eine extrem starke Offensive, eine moderate Defensive. Es ist sehr schnell für seine Größe. Es ist sehr manövrierbar. Es ist allerdings auch relativ teuer zu bauen und im Unterhalt. Ja, es ist ein super starker Fighter im Close Combat mit einer wunderschönen Optik. Die Kosten sind allerdings sehr hoch und ja, die Defensive lässt ein wenig zu wünschen über, aber das könnt ihr ja skillen. Solltet ihr euch das Schiff also besorgen? Ich würde euch empfehlen, wenn ihr im Midgame seid, holt euch das Schiff auf jeden Fall. Es sieht gut aus, es ist extrem gut und ich würde es als das stärkste Schiff der Brigantinenklasse bezeichnen. Ich gebe dem Schiff insgesamt 8,5 von 10 Punkten, da es dann doch ja, in Wahlkämpfen eher, ja, ihr seht es, aufgeschmissen ist, dadurch, dass es sehr, 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 sehr windabhängig ist. Sonst würde ich euch empfehlen, für Sea Chests und den gleichen Kram, holt euch auf jeden Fall dieses Schiff, das lohnt sich definitiv und es macht auch noch ordentlich was her. Das war's an der Stelle für das Video. Ich hoffe, ihr bleibt gesund. Wir sehen uns in jedem Fall demnächst auf dem Radioactive Server. Hat es euch gefallen, lasst mir gerne ein Like und oder Abo da. Damit erreichen wir mehr Leute. Das war's an der Stelle. Bis dann und ciao, ciao vom Radioactive Server.